Wenn du ein Pokémon-Fan bist und gerne Podcasts hörst, steht die Chance gar nicht so schlecht, dass du schon mal vom Miauzgenau-Podcast gehört hast. Ich wurde im Juni dahin eingeladen und darin haben Dominik und ich über Mewtwo und multiple Pokémon-Universen gesprochen. In diesem Video hier kannst du einen Ausschnitt davon genießen. Wir haben aber außerdem auch noch übrigens über andere Dinge gesprochen. Zum Beispiel, wie Pokémon helfen soll, regelmäßig Zähne zu putzen. Ja, da gibt es tatsächlich eine App für. Oder die nächste große Pokémon-Offensive auf den Handyspielemarkt. Dabei haben wir ein bisschen über die Industrie debattiert und uns darüber ausgetauscht, wie der Kommunikationsfluss in Sachen Pokémon ist. Wenn dich das alles auch interessiert, dann schau nach dem Video am besten in die Videobeschreibung. Darin habe ich nämlich die vollständige Episode verlinkt. Aber bevor du nachher gehst, schreib dein Lieblings-Pokémon in die Kommentare. Falls du keins hast, dann, ich weiß nicht, sag mir, was du gefrühstückt hast oder so. Das ist immer ein gutes Thema. Jetzt aber viel Spaß. Bye bye. Frage interpretiere ich so ein bisschen in Richtung Pokémon-Multiversum. Also die ist ja auch schon mit so einer leichten Prägung durch das Wort Held und verschiedene Zeitstränge, verschiedene Realitäten. Und dann hat auch in so eine, ich sag mal, Legend of Zelda-hafte Richtung geprägt. Mhm. Wo es ja irgendwie auch so ist, dass Link in verschiedenen, also dass es irgendwie immer dieses wiederkehrende Schema gibt von, es gibt einen Held und der kämpft gegen das Böse und so. Und bei Pokémon ist es halt ein bisschen anders. Aber wie interpretierst du das Pokémon-Multiversum? Das, die verschiedenen Zeitstränge, wie bringst du den Anime mit dem Manga über ja, einher und die Spiele, in welcher Korrelation finden die Spiele für dich irgendwie zum Anime statt? Wo existiert Ash, wo existiert Ash nicht? Ist der Anime eine generelle Spaltung in verschiedene Realitäten? Wie stehst du dazu, lieber Nopi? Alle diese Vorschläge, die du gerade gemacht hast und noch mehr. Also ich verstehe auf jeden Fall Melones Verwirrung massiv, denn mir ging es damals ganz genauso, als ich nach den ersten Filmen, nach den ersten Staffeln und sowieso schon mit der ersten Staffel im Verhältnis zum Spiel, ne, und, weil diese Sachen gleichzeitig irgendwie nicht alle passieren können. Die funktionieren irgendwie nicht. Und letztendlich, also ich verstehe die Frage genau wie du. Ich vermute, es läuft darauf hinaus, dass also es auf diese Parallelwelten hinausgeht. Und die sind de facto Canon in den Spielen sowie auch in der Serie. Also in den Spielen zum Beispiel wissen wir das durch Omega Rubin. Jetzt haben wir es wieder. Omega Rubin und Alpha Saphir. Genau, Omega Rubin und Alpha Saphir. Und dem Sonne und Mond bzw. Ultrasonne und Mond spielen, ne, wo da auch ganz klar gesagt wurde, es sind parallele Welten und parallele Zeitstränge und sowas, die stattfinden. Ne? Das heißt, dort kann allein dieses und ich glaube, du in dem Podcast hast auch schon mehrfach gesagt, dass jedes Safe-Game, jeder Spieledurchgang, den wir in irgendeiner der Spiele haben, seine eigene Welt gewissermaßen ist. Und im Anime haben wir das auch in eine davon war Folge 100, in der Sonne- und Mond-Staffeln. Ich weiß jetzt nicht, ob noch eine davor, 99, 100 oder 100 und 101 ist. Da wird Ash zum Beispiel auch in ein Paralleluniversum geschleudert, dem ganz andere Sachen widerfahren sind als dem, was Ash passiert ist. Und letztendlich, also es läuft darauf hinaus, dass es gibt verschiedene Welten, aber nicht in jeder davon ist Ash ein Held, würde ich sagen. Ja, also in manchen davon existiert Ash vielleicht gar nicht. Oder wenn er existiert, dann ist er vielleicht zu Hause in Alabastia geblieben und stattdessen ist Rot oder Red losgezogen und hat Abenteuer erlebt und so. Ja, generell dieses Pokémon-Multiversum ist ein unfassbar spannendes Thema. Also auch generell, wie funktioniert Ash als Anime-Charakter mit den Spielen zusammen. Ne? Also, und im Anime alleine schon, ne? Seit über 20 Jahren. Und im Anime alleine schon. Ja, aber in den Spielen gibt es ja vermeintlich diesen Widerspruch. Auf der einen Seite ist es halt Red und Blue. Mhm. Auf der anderen Seite ist es wiederum Gary und Ash. Und Das ist ja per se hat auch schon auch temporal gesehen Widerspruch. Ich habe für mich so diese Anime-Timeline so ein bisschen verbucht als so eine
temporale Anomalie-Timeline. Es gibt ja verschiedene Ideen, warum Ash nicht altert. Oh, er liegt im Koma. Das finde ich immer so die faulste Lösung. Ja, finde ich auch. Und die plumpeste und dümmste Lösung zu sagen, wir haben einen unzuverlässigen Erzähler. Das ist wirklich der einfachste Weg. Deswegen finde ich den halt auch so ein bisschen schwierig. Ja. Ich finde, man kann mit diesem Multiversum, was Pokémon einem inzwischen an die Hand gegeben hat, auch gerne und gut spielen und sagen, hey, wir haben einfach wirklich eine Zeitlinie, in der die Zeit als Konstrukt selbst eher so ein bisschen mäßig funktioniert. Und wir haben ja auch diese große Energieentladung, diesen großen Blitz, den Pikachu auffängt dann in der ersten Folge und so. Vielleicht hat das was damit zu tun. Und auch Zeitreisen existieren ja durch Celebi und so weiter. Vielleicht zieht sich da die Schlinge dadurch dann immer weiter zu, nach dem vierten Pokémon-Movie. Eher mit diesen Elementen spielen. Hier wurde ja jetzt konkret nach Mewtwo gefragt, tatsächlich in dem Kommentar. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass das Mewtwo, was in dem Genesect-Movie auftaucht, das Mewtwo aus dem ersten Film ja gar nicht ausschließt. Im Gegenteil, es ist ja sogar so, dass Ash Mewtwo erkennt. Es wird ja sogar zu diesen beiden Mewtwo-Movies mit dem Mewtwo, was von Team Rocket geschaffen wurde, referenziert, indem Ash Mewtwo sieht und antworten möchte mit "Du bist" und dann sofort unterbrochen wird von einem Mewtwo mit "Ja, ich bin Mewtwo". Es wird nur damit gespielt, dass dieses Mewtwo ein anderes Mewtwo ist und das überschattet da sehr, sehr viel. Man muss akzeptieren, dass Mewtwo nicht, also dass es nicht nur das Team Rocket geschaffene Mewtwo gibt, sondern dass das Mewtwo-Experiment von Team Rocket meiner Meinung nach Pionierarbeit war, dass das das erste Mewtwo war und dass diese Ergebnisse aus diesen Experimenten, das ultimative Pokémon zu erschaffen, an der einen oder anderen Stelle in der Pokémon-Timeline, egal in welcher man es befindet, mehrmals wiederholt wurde, dass dann pro Timeline potenziell drei Mewtwo-Varianten existieren. Sei es jetzt in, keine Ahnung, Pokémon Feuerrot und Blattgrün tauchten Mewtwo auf und wenn man dann weitergeht, dann taucht an der anderen Stelle nochmal ein Mewtwo auf. Oder sei es jetzt Pokémon X und Y, wo man halt auch neben den legendären Vögeln halt auch Mewtwo in der Höhle finden kann. Das impliziert und spielt halt damit. Oder andersrum, es ist maximal unlogisch, wenn es nur ein Mewtwo gibt und niemand dieses Experiment nochmal fortgesetzt hat. Finde ich total interessant, wie du das gerade darlegst. Ich habe das noch nie so gesehen. Ich habe Mewtwo immer bisher wahrgenommen als das eine Pokémon, von dem wir tatsächlich sagen können, dass es einzigartig ist, dass es da keinen anderen Vertreter gibt, weil es eben meiner Auffassung nach genau ein Mewtwo-Projekt gab, das in der Rot-Blau-Ära und das bekanntermaßen geflohen ist und sämtliche Mewtwo-Storylines sich von dort ab ableiten, je nach Parallelwelt. Ne? Das Detektiv Pikachu Mewtwo zum Beispiel können wir da auch noch mit reinrechnen und so. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass dann das Mewtwo-Projekt nicht wieder angefasst wurde. Von Fuji sowieso nicht, von Team Rocket an sich auch nicht, abgesehen von, was war das, die Mächtigen hier? Diesen 3D-animierten Film, Mewtwo-Film? Wo Mewtwo dann dieses Meer aufwiegelt und alle zu sich ruft, um den größten Meister zu finden. Ach so, ja, das ist ja nur ein Remake quasi auch von dem ersten Film. Ja, genau. das hatte aber schon komplett anderen Flair. Wobei, das ist eben egal, da wollen wir nicht reingehen. Es ist ewig her, dass ich den ersten Film auch gesehen habe. Von daher, ne? Aber letztendlich habe ich Mewtwo immer als dieses eine Mewtwo wahrgenommen und das, wenn immer ein Mewtwo auftrat, das kollidierte mit einem Mewtwo. Zum Beispiel eben dieses Mewtwo, dieses Mew Mewtwo und das Genesect Mewtwo, dass die sich zum Beispiel ausschließen. Also dass das bedeutet, das wäre dann eine andere Dimension. Dass Ash zum Beispiel auffällt, ach, du bist doch in Klammern das Mewtwo, das ist da völlig untergegangen. Das habe ich nie so betrachtet. Ja, das ist halt auch nur so ein kleiner Nebensatz. Und das passiert in den Pokémon-Movies tatsächlich ab und an gerne mal. Ich meine, das war bei Jirachi auch.
oder bei irgendeiner Anime-Episode trifft Ash nochmal ein legendäres Pokémon. Ich meine, das war Jirachi. Und da ist genau dasselbe. Du bist doch und dann kommt das Pokémon angeflogen und spricht mit Telepathie oder irgendwie, oder ein anderer Trainer antwortet repräsentativ, dass Ash nicht das aussprechen muss. Aber es wird öfter mal in den Movies auch damit gespielt, dass Ash die Sachen auch wiedererkennt und die Pokémon auch wiedererkennt. Und da auch so eine Continuity gewahrt bleibt. Ja, aber gesetzt dem Fall, also es wird ja per se nicht ausgesprochen in dieser Form. Vielleicht hätte auch Ash sagen können, du bist doch Lugia. Ja, so, nein, nee. Dann muss Professor Eich noch mal ein ordentliches Wort mit ihm reden. Aber generell das Gedankenspiel, dass ein anderer Realitäts-Ash ist, das ist ja nicht auszuschließen. Im Gegenteil. Der Anime hält sich ja auch gerade da vage, beziehungsweise wird ja durch die neuen Filme halt auch sehr, sehr stark gefüttert und auch durch den Anime selbst. Ja. Der X- und Y-Z-Ash passt ja nicht wirklich zum Sonne-Mond-Ash. Nee, naja, ich glaube nämlich auch, also ich für mich hab für mich schon längst beschlossen, Sonne-Mond-Ära, das ist da ist der Anime einfach eine Parallelwelt, also eine andere Timeline. Ja, oder sei es jetzt auch einfach durch die Filme, ne, wo wir dann auch nochmal in dem einen I Choose You nochmal die Geschichte sehen, wie Ash und Pikachu sich kennenlernen, aber halt in einer anderen Variante. Anders, genau. Ja. Also der Anime füttert ja auch noch weiter dieses andere Realitätsding, was ich auch gut finde. Also die ist Pokémon als Franchise, als Multiversum zu betrachten, ist, finde ich, auch ein sehr, sehr guter Weg, weil man dadurch auch viele Sachen inkludieren kann. Genau. Man sagt, okay, Pokémon Conquest, dieses Crossover zwischen Pokémon und Dynasty Warriors. Das fand ich richtig gut. Aber auch da taucht Mewtwo auf. Und da muss man sagen, okay, irgendein Mewtwo, also in dieser Zeit kann man nicht von Klontechnik sprechen. Nee, das stimmt. Aber irgendein Mewtwo muss ja wohl mit entweder einem Zeitreise-Pokémon oder einem anderen Weg, selbst Menschen können ja Zeitreisen seit der Generation 2, seit der Zeitmaschine, muss irgendwie den Weg in diese Zeit geschafft haben. Von daher, selbst das könnte man halt auch noch irgendwie in die große Pokémon-Timeline einwursteln, als ein alternativer Zeitstrang, der sich vielleicht sogar durch die Zeitreise von Mewtwo abspeichert. Keine Ahnung. Wie passt da der Pokémon-Tekken-Mewtwo-Arc rein? Das ist so schön. Den habe ich tatsächlich in meiner Timeline, also ich habe ja tatsächlich wirklich eine Timeline gestaltet gehabt, eine Grafikübersicht, was so meiner Meinung nach am wahrscheinlichsten ist. Und das spielt in der ganz normalen Feuer-Rot-Blatt-Grün-Timeline. Dieses Shadow Mewtwo ist halt ein weiteres Mewtwo, ist also quasi der zweite Versuch. Genau, da würde dann dein Argument von vorhin direkt reinspeisen, hast du recht. Mensch, das sind wieder Fässer. Was wäre denn jetzt deine kurz gefasste Antwort an den oder die Melone? Meine Antwort wäre, ja, es kann tatsächlich sein. Aber genau diese Verwirrung, Verwirrungsgefühl ist halt das, was es halt auch Spaß macht, das zu ergründen, diese ganze Pokémon-Timeline. Dieses, okay, wie kann das sein? Wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Und da gibt es genug Möglichkeiten, wie man das erklären kann. Entweder wirklich ist es eine alternative Realität, generell existiert ja Ash in anderen Realitäten, also das, um diese Frage zu beantworten, was Ash allein betrifft, ist auf jeden Fall der Fall. Ash existiert ja sogar in den Spielen, witzigerweise, in Form von einem Foto von ihm in Sonne und Mond, in Sonne und, Mond. Und dem Quaiutsu tatsächlich. Neben den Ash-Pikachu mit dem Mützchen auf und so weiter, was man auch in Go bekommen kann. Das ist ja auch das Quaiutsu, was man dann durch die Sonne- und Mond-Demo bekommen konnte damals. Und also Ash existiert in irgendeiner Art und Weise, sei es jetzt auch durch ein Zeit- und Raum gefallener Mensch, der quasi aus der Anime-Timeline irgendwann herausbricht, wenn sich diese temporale Anomalie irgendwann auflöst und dann quasi in den Spiele-Timelines hin und her springt. Aber genau dieses Rätselraten, diese Verwirrung ist halt letzten Endes auch meiner Meinung nach des Rätsels Lösung, weil da kann man dann halt von vielen verschiedenen Ideen zu anderen Konzepten noch weiter abdriften. Genau, ich würde dann tatsächlich mal mit dir ganz gerne eine kleine Zeitreise wagen zum 17.06. diesen Jahres.
Denn da ist ja die erste, ich sag mal, große Pokémon Presents gelaufen. Pokémon Presents erstmal so zum Hintergrund. Bisher war es ja Pokémon Direct, ne? Mhm. Und im Zuge zur Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mich auch so ein bisschen eingelesen, dass nach und nach Nintendo scheinbar diese ganze Direct-Geschichte so ein bisschen fallen ganz lässt. Genau. Ne? Ja, die haben sie zuerst ganz, ganz groß auf. Also die waren ja eigentlich nicht die ersten, aber mit die größten ersten, die dabei waren mit diesem Direct-Format. Das haben viele andere Firmen dann ja auch mehr oder weniger übernommen und dann vor allem jetzt in diesem Jahr.